Wenn wir denken, wir müssten nur achtsam sein und dann kämen wir an einen Punkt, wo wir immer nur Schönes und Angenehmes erleben würden, dann werden wir wahrscheinlich eine große Enttäuschung erleben. Vielmehr werden wir feststellen, dass wir sowohl angenehme wie auch unangenehme Erfahrungen stärker spüren werden. Tatsächlich ist die Idee, dass wir ständig ein angenehmes Gefühl haben und in dem Sinne glücklich werden könnten, sein könnten, unrealistisch. Alle Wesen werden ständig mit Angenehmen und Unangenehmen konfrontiert. Glück, tiefes Glück, entsteht nur dann, wenn wir in tiefem Frieden mit dem sein können, was ist. Und das ist das Geheimnis Buddhas. Buddha sprach in diesem Sinne von den acht weltlichen Winden, den Lokadhamma, die ständig um uns wehen. Das sind Glück und Unglück, Lob und Tadel, Erfolg und Misserfolg und Ehre und Unehre. Niemand kann ihnen entgehen und selbst Buddha konnte das nicht. In einer Lehrrede Buddhas heißt es, er wurde verleumdet, angegriffen, bedroht. Es geht weiter. Doch sein Friede blieb unerschüttert. Und er wurde gepriesen, geehrt, verwöhnt. Doch sein Gleichmut blieb ungebrochen. Obwohl Buddha die weltlichen Winde erfuhr, litt er nicht darunter, weil er sie nicht mehr so persönlich nahm. Was wir beeinflussen können, ist nicht die Art unserer Erfahrung, sondern wie wir mit der Erfahrung umgehen. Bisher laufen wir ständig angenehmen Dingen hinterher und von unangenehmen laufen wir weg. Wir sind fortwährend darum besorgt, Angenehmes zu behalten und Unangenehmes fernzuhalten. Das bedeutet aber, dass wir in solchen Momenten Angst und Unzufriedenheit erfahren, die sich in Form von Eifersucht, von Neid, Wut, Trauer und so weiter ausdrücken. Trauer, wenn jemand, der uns nahesteht, wenn etwas demjenigen oder derjenigen zustößt. Neid, Wut etwa, wenn jemand eine Gehaltserhöhung bekommt, wir aber nicht. All diese Dinge. Wir unterliegen der Vorstellung, dass wir unsere Welt kontrollieren und fixieren können. Und darin liegt unser zentraler Irrtum. Und zwar stimmen wir vielleicht nach einiger Überlegung ein, dass alles vergänglich ist. Wir sehen ja, der Tag vergeht, die Nacht vergeht, die Jahreszeiten vergehen. Doch meist können wir diese Wahrheit von Vergänglichkeit tief im Inneren von uns nicht akzeptieren. Stattdessen interpretieren wir die Welt als eine statische, lineare Angelegenheit. Zumindest denken wir, es müsste doch möglich sein, so linear und statisch irgendetwas hinzukriegen. Aber daran hält sich die Welt leider nicht. Das sowohl im Guten wie auch im Schlechten. Das kalte Wetter, die Enttäuschung, die Entrüstung bleibt nicht. Darüber sind wir oft froh, wenn das nicht bleibt. Aber es bleibt auch nicht die Harmonie, die Zweisamkeit oder die warmen Tage. Und durch dieses Missverständnis entsteht ein Großteil unseres Leidens. Unser Irrtum führt dazu, dass wir an bestimmten Erfahrungen haften. Und Buddha nannte vier Bereiche, an denen wir haften. Wir haften an angenehmen, sinnlichen Erfahrungen, ja, gutem Essen, wir wollen mehr, wir überessen uns manchmal. Warme Tage haben wir hinter uns, gerade vor einer Weile in Berlin. Und dann hatten wir vielleicht, ah ja, jetzt gehe ich bald nach Pfingsten, nach Kröchlendorf, aufs Land. Das wird wunderschön, richtig schön im Warmen. Und dann kommen wir hierher und es ist kalt. Ja, und da vielleicht kommt da Enttäuschung, Missmut, ja. Wir haften an, als zweites an Meinungen, Ansichten und Ideen. Und daraus formen wir das, was richtig ist, was falsch ist. Dann haften wir an Ritualen und Formen.
Und als letztes haften wir an unserem Selbstbild und an dem Bild, das wir von anderen haben. Ich bin intelligent, ich bin dumm. Das denken wir, dann sind wir das immer. Er ist laut und geschwätzig oder nett oder schwierig. Wir haben unsere Meinungen von uns selbst und von anderen, so sind sie. Fertig. Buddha auf der anderen Seite erklärte, Friede ist das höchste Glück. Und er erklärte auch, dass dieser Friede durch Nichthaften entsteht. Tatsächlich versuchen wir unser Glück aber durch das Gegenteil zu erreichen, nämlich indem wir endlos Besitztümer anhäufen, Erfüllung in unseren Freunden, Partnern und Kindern suchen, die so sein sollen, wie wir wollen natürlich, indem wir versuchen, unsere Vorstellungen durchzusetzen und ein von der Gesellschaft akzeptiertes Selbstbild aufzubauen, das vielleicht erfolgreich ist, ist zum Beispiel akzeptiert, sehr wichtig in dieser Gesellschaft. Unsere Wünsche und Begehren zu erfüllen, ist wirklich das Glückwertrezept unserer Gesellschaft. Und das sehen wir überall, vor allen Dingen in der Werbung wird uns das immer wieder vermittelt. Doch viele von uns sind vielleicht schon zu dem Schluss gekommen, dass dieser Weg nicht so ganz funktioniert. Denn sobald Verlangen entsteht, verschwindet auch unsere Zufriedenheit. Es ist nicht immer so leicht eingängig allen, dass das so ist, und deswegen lese ich eine kleine Geschichte vor. Ein Zen-Meister erstellte ein Schild in den Garten vor seiner Hütte, auf dem stand, dieses Grundstück soll dem gehören, der wirklich zufrieden ist. Ein reicher Kaufmann ritt vorbei, sah das Schild und überlegte Folgendes. Ich bin reich, habe eigentlich alles, was ich brauche und bin zufrieden. Diese Chance sollte ich mir nicht entgehen lassen, bevor sich jemand anderes das Land aneignet. Also ging er zu dem Zen-Meister und erklärte, was er wolle. Und ihr seid wirklich zufrieden? Fragte der Meister. Ja, denn ich habe alles, was ich brauche, erwiderte der Kaufmann. Wenn ihr zufrieden seid, sagte der Meister, warum wollt ihr dann das Grundstück? Wir wollen einen tollen Urlaub, eine tolle Erfahrung oder wieder die Stille, die Ruhe der letzten Meditation, die wir vielleicht heute oder gestern hatten, oder einfach eine andere Emotion oder was immer auch. Selbst wenn wir das begehrte Objekt bekommen, werden wir bemerken, dass die Zufriedenheit, die dadurch vielleicht entsteht, nur kurz anhält. Oft ist nicht das begehrte Objekt der Auslöser unseres Leidens, sondern der Schmerz des Verlangens und Nichtbekommens selber. Und bei Kindern lässt sich das manchmal offensichtlicher beobachten, da die Situation oft noch einfacher sind. Und so besuchte ich vor ein paar Jahren eine Freundin, die zwei Kinder hat. Und eines Morgens beschlossen wir, spazieren zu gehen und fuhren los und parkten das Auto neben einem Kiosk. Und am Ende von dem Spaziergang kauften wir an dem Kiosk noch ein paar Postkarten, die wir schreiben wollten, und wollten dann gleich weiter in die Stadt zum Einkaufen fahren. Und die kleine Tochter meiner Freundin, die war gerade 6 Jahre alt, und wie so 6-Jährige sind, sah natürlich das Plakat mit den verschiedenen Eiscremes, die da noch zu kaufen waren, und wollte sofort ein Eis. Und wie Kiosks halt so sind, das Eis war ziemlich teuer dort und meine Freundin hatte auch ziemlich wenig Geld. Und wir fuhren hier gleich in die Stadt, die 5 Minuten weit weg war. Und so versuchte meine Freundin ihrer Tochter zu erklären, fahren in die Stadt und da kriegst du ein Eis. Das sah die Kleine aber nicht ganz ein. Die meuterte, sie weigerte sich, die Autotür zu schließen und jammerte und schrie, machte einen riesen Tamtam. Und jegliches vernünftige Erklären hatte absolut keinen Erfolg. Wir versuchten so Verschiedenes und schließlich kam ich darauf, ihr vorzuschlagen, sie könnte doch eine Postkarte schreiben, die sie gerade auch gekauft hatte. Und sie dachte einen Moment lang nach, und dann ließ sie sich darauf ein. Und so schrieb sie da hinten fröhlich ihre Postkarte und dann konnten wir losfahren.
Und das Erstaunliche noch war dann, nach 5 Minuten waren wir in der Stadt und ich fragte sie, dann willst du jetzt ein Eis? Und sie hatte überhaupt kein Interesse mehr an dem Eis. Und es war so offensichtlich, dass sie nicht darunter litt, dass sie das Eis nicht bekommen hatte. Und auf der anderen Seite war es auch ganz offensichtlich gewesen, dass sie unter dem Verlangen danach vorher wirklich gelitten hatte. Aber sobald etwas anderes dieses Verlangen ersetzen konnte, fand ihr Leiden ein Ende. Es war nicht so wichtig, dass sie das Eis bekam, aber das Verlangen musste aufhören. Und ich denke, wir können in unserem eigenen Leben leicht Beispiele finden von diesem Leiden, das im Verlangen steckt. Wir merken das vor allen Dingen dann, wenn wir das begehrte Objekt nicht gleich bekommen können. Sei es die Ruhe, die Stille, wenn wir aufgeregt und rastlos sind. Oder Zeit für uns, wenn wir gerade 5 Kinder um uns rum haben. Oder Zuwendung oder Aufmerksamkeit, wenn wir gerade einsam sind und niemand da ist. Wenn wir während solchen Attacken von Verlangen innehalten können, können wir die verzehrende Gewalt von Verlangen spüren. Und diese Gewalt von Verlangen kann uns zu allerlei unheilsamen Handlungen bewegen. In extremen Fällen andere zu verletzen, zu stehlen, zu lügen, auch der ganze sexuelle Missbrauch, der uns immer wieder schockiert, stammt aus dieser Quelle von Verlangen. Richten wir unsere Aufmerksamkeit aber anstatt auf das begehrte Objekt, auf das Verlangen selbst, so können wir sehen, wie die Begierde schlussendlich verschwindet und wir merken, dass wir das Objekt nicht unbedingt brauchen. Das ist etwas zum Ausprobieren, wenn ihr nächstes Mal noch einen Nachschlag wollt, zum Beispiel. Haltet inne und schaut euch einfach das Verlangen an und schaut, was passiert. Nicht, dass ihr euch den Nachschlag nicht erholen könnt, das ist völlig in Ordnung, aber schaut euch erst das Verlangen an und merkt mal, was das macht. Wenn wir spüren, dass wir das Objekt erfahren, dass wir das Objekt nicht unbedingt brauchen, dass Verlangen auch wieder geht, unabhängig davon, dass wir das Objekt bekommen oder nicht, dann in dem Moment entsteht eine Freiheit für uns. Wir können wählen, was wir tun. Und in dem Moment spüren wir auch die Erleichterung, die Stille, den Frieden. Wir können das spüren von dem, das, von dem Buddha spricht, wenn er sagt, loslassen, das Ende von Verlangen, Friede, Freiheit. Verlangen ist aber eine außerordentlich starke Kraft, die wir nicht einfach mit unserem Willen unterbinden können. Manche versuchen das dann oder hören das dann so, okay, jetzt muss ich sämtliches Verlangen abschneiden, ich darf mir nichts mehr gönnen. Verlangen einfach abzulehnen, zu ignorieren, zu bekämpfen, wenn wir das tun, dann heißt das oft, dass wir nur Verlangen nach der Abwesenheit von Verlangen entwickeln. Was in sich ein Paradox ist, können nicht mit dem Gleichen das beseitigen, es geht nicht. Doch durch mehr Achtsamkeit und Hinspüren können wir ehrlicher abwägen, ob das begehrte Objekt uns und anderen nützlich ist, ob es uns Freude bringt, ohne jemand anderen zu schaden, oder ob das Leiden und die Freude, die vielleicht mit dem Erlangen verbunden ist, sich in einem unangemessenen Verhältnis zueinander verhalten. Ja, dass wir viel mehr Leiden anrichten für uns und für andere und die Freude eigentlich sehr gering ist oder sehr kurz dauert. Wenn wir manchmal da hinschauen, was klar ist, dann können wir vielleicht auch von dem Ding loslassen eher. So wie es wichtig ist, unser Verhalten nicht auf Kosten anderer zu befriedigen, so ist es gleichzeitig aber auch ebenso wichtig, die Freuden, die das Leben tagtäglich bietet, mit Achtsamkeit zu genießen. Vor allen Dingen die einfachen Freuden, eine gute Mahlzeit vielleicht, ein schöner Spaziergang, vielleicht der erste Schnee oder der erste warme Tag im Frühling,
eine schöne Begegnung mit jemandem. Freude ist schließlich auch ein Erleuchtungsfaktor. Finde ich immer wieder so interessant zu hören. Und es ist die Achtsamkeit, die uns bewahrt davor, uns blind im Objekt zu verfangen. Und selbst wenn wir uns ein wenig verhaften, was wahrscheinlich nicht ausbleibt, so lernen wir mit dem Schmerz umzugehen, der entsteht, wenn das Objekt wieder vergeht. Wodurch wir Weisheit und Mitgefühl und Gelassenheit entwickeln. Wir sollten keinesfalls unserer Neigung zu Puritanismus, und dazu neigen wir manchmal, nachgeben und jegliche Freude aus unserem Leben ausmerzen. Oder es geht uns wie folgendem Herrn. Ein Arzt wird von einem wegen seiner Frömmigkeit hochgeachteten Herrn um Rat gefragt. Ich leide unter fürchterlicher Migräne, Herr Professor. Obwohl ich nicht rauche, keinen Alkohol trinke, streng vegetarisch lebe, mich aller Fleischeslust enthalte, fühle ich doch ständig diesen Druck wie einen eisernen Ring um meinen Kopf. Da gibt es nur eine Erklärung, antwortet der Mediziner. Es ist Ihr Heiligenschein, der Ihnen zu eng wird. Wenn angenehme Erfahrungen entstehen, ist es wirklich okay, sie zu spüren, zuzulassen, uns an ihnen zu erfreuen. Wichtig ist nur, dass wir sie gehen lassen, wenn sie vergehen. Es ist Haften, das das Problem ist. Es ist nicht das Angenehme selber. Haften ist das Problem. Wir verlieren nicht nur den Kopf über angenehme Dinge, die wir erwerben können. Wir streiten uns auch über Meinungen, Ansichten und Glauben. Zahlreiche Kriege entstehen aus Glaubensverschiedenheiten oder ideologischen Differenzen. Und die Anfänge davon können wir alle in uns selbst beobachten. Wie oft waren wir in einen Meinungsstreit verwickelt, um später festzustellen, dass unsere verbissen verteidigte Meinung auf einem Irrtum beruhte, aber irgendwie wollten wir nicht loslassen. Oder wie oft ertappen wir uns dabei, dass wir eine Anschauung verurteilen, die wir vielleicht noch nicht mal ganz verstehen oder die uns gar nicht tangiert. Die Beispiele für Leiden, dass das Haften, dass dem Haften an Meinung entspringt, sind wirklich endlos. Und vor allen Dingen finde ich in Familien oder in vielen, nicht allen. Eltern und Kinder können sich völlig in Übermeinungen entfremden. Ja, die ganzen Generationskonflikte, sagen wir dazu. Das Festhalten an Meinungen und nicht verstehen wollen, nicht gutheißen wollen, so gibt's ein Gezerre, hey, du musst jetzt mir hören, nicht nur dahin. Im Zusammenleben mit anderen Menschen treffen wir aber immer wieder auf verschiedene Meinungen. Vor allem, wenn die Personen aus unterschiedlichen Kulturen stammen. Es ist vor allen Dingen das Bedürfnis, Recht zu haben, kann dabei unsere Auseinandersetzungen mit anderen festfahren und uns blind machen gegenüber ihren Argumenten. Die Frage ist also, können wir eine Meinung stehen lassen, auch wenn wir mal mit ihr nicht übereinstimmen? Und dabei hilft uns eure Gesellschaft nicht so gut. Unsere Gesellschaft ist wahnsinnig gut im Kritisieren, habt ihr vielleicht mal gemerkt. Nachrichtenzeitung, Schule, überall, wir lernen es gut und es ist auch nicht so schlecht, aber wir werden sehr gut im Kritisieren. Und ich kriegte das sehr deutlich zu spüren, als ich in Thailand war und dort im Kloster lebte. Und ich lebte lange Zeit als einzige westliche Frau unter lauter Thailänderinnen. Und mein Geist fand wirklich, mein kritischer Geist fand unbegrenzt Nahrung. Und ich bin gut im Kritisieren. Und eines der Hauptstreitpunkte war, dass die Thailänderinnen sehen ihre Aufgabe vor allen Dingen darin, die Mönche zu bekochen. Und ich sah meine Aufgabe vor allen Dingen darin, zu praktizieren. Und da sowieso sehr viel in diesem Kloster ankam an Nahrung, also wir hatten 50 Mönche und jeden Tag standen 200-300 Frauen am Gartentor, also am Klostertor und gaben Speisen den Mönchen.
200, 300, die dann oft jedem Mönch was gaben, nicht nur einem. Es gab genug. Und die Frauen aber aus ihrer Überzeugung und Hingabe heraus machten immer noch mehr. Ja, dass die Schlangen manchmal 500 wurden, manchmal auch 10.000. 10.000 Leute für 50 Mönche. Enorm. Aber auch in anderen Dingen, anderen kulturellen Dingen. Ich war ständig anderer Meinung auf jeden Fall und versuchte sie natürlich auch von meinem feministischen Hintergrund ein bisschen zu überzeugen. Und wollte immer alles andere machen und auch natürlich, dass sie etwas anders machen, eben nach den westlichen Vorstellungen, die natürlich so viel besser sind. Ganz schön arrogant, aber naja. Und dadurch handelte ich mir natürlich ziemlich viel Widerstand ein, weil sie natürlich auch dachten, dass sie es viel besser wissen und nur das Beste für mich wollen und aus ihrer Sicht. Und ich stellte fest, dass mein Geist, aber auch ihrer, oft in Unruhe und Ärger sich versetzte. Bis eines Tages mein Lehrer ankam, es war ein englischer Mönch, dessen 35 Jahre dort lebte, und mir jede Art von Kritik versagte. Nicht nur äußerlich, sondern auch noch gedanklich. Wir hatten sofort einen kleinen Streit. Aber nach kurzem Protest willigte ich ein und dachte mir, ja gut, ich mache jetzt mal einfach ein Experiment, schieb meine Kritik so unter in eine Schublade und verschließe sie da erstmal. Aber ich hole sie dann schon wieder raus, das ist keine Angst. Und bemühte mich ernsthaft und es brauchte auch eine Weile, bis ich das wirklich loslassen konnte, auch auf der gedanklichen Ebene. Und zu meinem Erstaunen stellte ich fest, nach mehreren Wochen, dass erstens ich mich selber weniger kritisierte, zweitens, dass keineswegs meine Identität verloren ging, was ich befürchtet hatte, und drittens, dass ich weit mehr Toleranz und Freude im Umgang mit dieser fremden Kultur hatte und trotzdem nicht kochte, ja. Ich konnte sie lassen, wie sie waren, und sie konnten mich auch viel mehr lassen, wie ich war. Es war wirklich erstaunlich. Und das soll nicht heißen, dass ein genaues Unterscheiden oder eine Stellungnahme zu einer Situation nicht angebracht und auch vielleicht sogar fruchtbar sein kann. Auch hier können wir die Situation entschärfen dadurch, wenn wir merken, was wir tun und sehen, welche Motivation hinter unserer Kritik steht. Ist es vielleicht die Rechthaberei? Oder ist es vielleicht Mitgefühl? Wir können, wenn wir uns in einen Meinungsstreit verwickelt sind, innehalten und nachspüren, was uns bewegt dazu. Und ich finde auch, es ist durchaus legitim, dass wir in einer Diskussion, es ist sogar ein gutes Zeichen, denke ich, wenn wir in einer Diskussion bereit sind, dreimal unsere Meinung zu ändern. Je nachdem, welche Information wir gerade bekommen, kann eine Meinung sich völlig ändern. Andererseits ist auch meine Erfahrung, dass manchmal jemand darauf beharrt, was man am Anfang gesagt hat. Wir kommen gar nicht mit, dass man gerade seine Meinung geändert hat. Ist auch verwirrend manchmal. Die Meinung zu verändern ist auch kein Zeichen der Schwäche. Durchsetzungskraft und Uneinsichtigkeit, Selbstbewusstsein und Geltungssucht können leicht ineinander übergehen, müssen da sehr aufpassen, was wir wann machen. Ein weiteres Gefängnis, in das wir uns selber einsperren, sind unsere Meinungen und Anschauungen über uns selbst. Wie viele Glaubenssätze haben wir verinnerlicht, die uns beschränken? Ich bin nicht begabt. Manche sagen, ich bin musikalisch nicht begabt, ich bin künstlerisch nicht begabt, ich bin technisch nicht begabt. Haben so eine Idee, vielleicht noch aus der Schulzeit. Ich bin musikalisch nicht begabt. Das kommt daher, dass ich als Sechsjährige vorsingen musste vor einer Klasse. Das war schrecklich. Seitdem denke ich, singen nie. Arbeit darf keinen Spaß machen. Das ist eine deutsche Glaubenseinstellung, die ab und zu mal da ist. Oder ich schaffe das eh nie. Ja, wenn wir das mitgekriegt haben. Oder je mehr ich mich freue, desto schlimmer wird die Enttäuschung.
Was immer auch sind, wir alle haben unsere eigenen persönlichen Glaubenssätze. Es ist gut, die mal zu entdecken und auch wirklich zu hinterfragen. Wir kleben an derartigen Glaubenssätzen und weigern uns, sie aufzugeben, obwohl wir ganz offensichtlich unter ihnen leiden. Doch auch diese Glaubenssätze sind Gedanken, die vergänglich sind. Und wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass Gedanken fast keine Substanz haben. Wie lange währt ein Gedanke? Nicht die zehnmalige Wiederholung von dem Gedanken, sondern nur ein Gedanke. Wie lange währt der? Ist nicht sehr lang. Wo geht dieser Gedanke hin? Wer bestimmt, dass er recht hat? Einzig und allein wir. Und ihr könnt schauen, wie oft jemand anders ganz was anderes denkt wie ihr. Über eine Person denken zwei verschiedene Leute das was anderes. Wer hat recht? Oder der Gedanke, heißes Wetter ist toll. Und andere sagt, heißes Wetter ist schrecklich. Wir bestimmen, welcher Gedanke richtig ist, sozusagen, in Anführungsstrichen. Die wahre Natur der Gedanken, ihre relative Macht, zu erkennen, kann ungemein befreiend wirken. Dann lassen wir uns weniger von alten Urteilen einschränken und werden auch flexibler in unseren Anschauungen. Je weniger wir uns mit unseren Ideen identifizieren, desto weniger fühlen wir uns auch von der Meinung anderer bedroht. Wir glauben auch ihnen nicht, wir wissen, es ist einfach eine Meinung. Die hat nicht so viel unbedingt Aussagekraft über uns, was wirklich dann richtig ist. Und dadurch können wir authentischer leben. Angst behindert nicht mehr so sehr unsere Spontanität. Und wenn wir weniger Angst empfinden, wird sich mehr Freude von selber einstellen. Wir fühlen uns offener, flexibler, toleranter und auch verbundener. Wie sehr der Geist gewöhnt ist, an Meinungen, Ansichten, Fantasien zu haften, zeigt sich schon während der einfachen Übung der Atembetrachtung. Ich glaube, die meisten von euch haben das mal mitgekriegt. Statt bei den Empfindungen des Atems zu bleiben, flieht der Geist fortwährend in Vergangenheit und Zukunft. Es mag sein, dass wir tausendmal die Geschichte unserer letzten Liebesbeziehung wiederholen, was nicht alles hätte sein können, wenn. Oder wir spielen ein Problem zigmal in Gedanken durch, was wir sagen werden, wenn die Person das sagt und was wir dann erwidern, was unsere Strategie ist, wie wir, ja, bis wir die Nutzlosigkeit dieses Unterfangens einsehen. Denn die Lösungen, die Pläne, die Ideen, die wir uns ausdenken, lassen sich selten in die Realität umsetzen. Ein deutsches Sprichwort sagt so schön, es kommt immer anders, als man denkt. Wie oft stellen wir uns vor, was wir sagen werden, und dann sagt die Person was völlig anderes und wir wissen nicht, was wir sagen sollen jetzt, weil darauf waren wir nicht vorbereitet. Ja. Während unserer Fantasien werden wir obendrein auch noch von angenehmen und oder unangenehmen Emotionen gebeutelt, obwohl sich alles nur in unserer Fantasie abspielt. Aber sobald wir aufwachen aus unserer Geschichte und wissen, dass es nur eine Geschichte ist, uns unseren Gefühlen zuwenden, sie fühlen, annehmen und nicht weiter mit Gedanken nähren, dann werden schließlich die Erinnerungen verfliegen und damit auch die Emotionen. Und in diesem Moment spüren wir die Erleichterung, die Freiheit, die Loslassen mit sich bringt. Und können die Situation wieder klarer erkennen, so wie sie vor uns liegt. Wir haben nicht unsere Fantasie davor, wenn wir der Person dann begegnen. Sie wird jetzt das sagen und haben schon die Emotion. Sondern wir können, naja, okay, was sagt sie jetzt? Und können dann reagieren. Der dritte Bereich des Haftens, von dem Buddha spricht, bezieht sich auf Rituale und Tätigkeiten, die wir entweder mechanisch ausführen oder die uns unrealistische Resultate verheißen. Buddha widersprach zum Beispiel der Ansicht im alten Indien, dass ein Bad im Ganges den Badenden von seinen Sünden reinigen würde.
Immer dann, wenn wir etwas mechanisch ausführen, verliert diese Tätigkeit an Kraft. Aus diesem Grund sollten wir uns regelmäßig auch fragen, oder warum wir etwas tun. Eben auch, warum wir meditieren, unsere Motivation klären. Warum sind wir auf dem spirituellen Weg? Um etwas Besseres zu werden als unsere Mitmenschen und dann auf sie herabzusehen? Deswegen? Oder um mehr Mitgefühl zu entwickeln, mehr Verbundenheit mit anderen? Jegliches Haften lässt sich zurückführen auf die Illusion eines unabhängig existierenden Selbst. Und solange wir an dieser Idee haften, die wir häufig als ein intuitives Gefühl empfinden, ich, ja, beziehen wir alle Erfahrung auf uns selbst, im Guten wie im Schlechten. Ob dies nun Dinge sind, Personen, Erfahrungen betrifft, oder ob das Gefühle, Gedanken, Erinnerungen und so weiter sind. Sie alle sagen etwas aus über mich. Ich bin, können wir einfüllen, ich bin traurig, ich bin depressiv, ich bin fröhlich, ich bin intelligent, ich bin weise, ich bin dumm, ich habe keine Ahnung. Oder sie fangen an mit ich habe ein Auto, ich habe 3 Kinder, ich habe, alle Dinge sagen etwas aus über mich. Und solange wir uns mit unseren Gefühlen, Dingen identifizieren, sind wir darauf bedacht, bestimmte zu bekommen und andere zu vermeiden. Dadurch laufen wir ständig hinter etwas her und von etwas weg oder von etwas weg. Wenn wir aber die Illusion einer solchen Ich-Substanz zunehmend durchschauen und Gedanken und Emotionen nicht ständig als einen Teil von mir, als eine Aussage über mich betrachten, dann können wir diese Gedanken und Emotionen einfach sein lassen, ohne sie in ungeschickte Handlungen umzusetzen. Wut muss nicht in boshafte Worte ausgedrückt werden, zum Beispiel. Zweifel muss uns nicht abbringen von unserem Vorhaben. Wir werden mutiger, denn wir können Fehler zugestehen, zulassen und auch von ihnen lernen, da unser Selbstbild nicht ständig bedroht ist, wenn wir einen Fehler machen. Wir können auch Schwächen zeigen oder um Verzeihung bitten. Und weil wir nicht länger so sehr auf unser Selbst fixiert sind, interessieren wir uns vielleicht auch mehr für andere, sind flexibel und offen für Neues. Wichtig ist dabei, nicht zu vergessen, dass unsere Erkenntnis von der Leerheit einer Ich-Substanz nicht etwa ein existierendes Selbst vertreibt, sondern dass sie dieses intuitive Gefühl und Überzeugung als eine Illusion erkennt. Wir lösen uns nicht auf, so in ein Wischiwaschi etwas. Wir haben immer noch eine Persönlichkeit, einen Charakter und auch eine Geschichte. Wenn wir aufhören, unser vermeintliches Ich und Selbstbild zu verteidigen, öffnen sich viele Wege. Und auch das Ablegen negativer Seiten von uns mag uns leichter fallen. Vor ein paar Jahren traf ich mal einen Mann, der einen sehr schweren Autounfall überlebt hatte. Und als er nach etlichen Monaten aus dem Koma erwachte, konnte er sich an nichts mehr in seinem Leben erinnern, nicht einmal an seinen Namen. Und er erzählte mir auch, dass damit gleichzeitig auch seine Charakterzüge verschwunden waren. Und sie kehrten in dem Maße zurück, wie auch er sein Gedächtnis wieder erlangte. Wie sich seine Charakterzüge langsam wieder in sein Leben schoben, waren sie ihm zunächst im Gegensatz zu früher arg geschwächt. Und da war er dann auch sehr weise in dem Moment, wenn er sie im Grunde seines Herzens nicht gut hieß, die Einzelnen, die auftauchten, dann beschloss er, sie erst gar nicht wieder zu nähren, dadurch, dass er sie auslebte wieder. Nach dieser Weise, dass er sie nicht wieder auslebte, blieben sie schwach oder verkümmerten ganz. Fand ich wirklich enorm. Wir alle kennen Seiten und Muster von uns, die wir eigentlich nicht befürworten. Und doch fällt es uns so schwer, sie aufzugeben, weil wir uns so stark mit ihnen identifizieren.
Wir haben Angst, dass wenn wir sie aufgeben, wir unsere Identität verlieren. Ich habe in Thailand mal eine westliche Frau kennengelernt, die hat mal nach, die war eine sehr wütende Frau. Ich habe sie auch erlebt, sie ist wirklich ziemlich hochgegangen, sehr schnell. Und sie hat mir erzählt, dass sie auf einem Meditationskurs war und sie hatte nicht sehr viel Wissen darüber, über Verständnis, über die Lehre und hat sich da einfach hineingestürzt und sie ging sehr, sehr rasch, hatte eine tiefe Konzentration. Und als sie rauskam, wurde sie längere Zeit nicht mehr wütend. Es passierte einfach nicht mehr, dass sie wütend wurde. Und sie hatte wirklich eine Identitätskrise. Es war so schwierig für sie, zu sehen, sie wird nicht mehr wütend. Kann helfen, wenn wir schon ein bisschen wissen, das ist nicht so schlimm. Sind wir nicht. Die kontinuierliche Achtsamkeit, die wir versuchen hier zu entwickeln, durch die wir das Kommen und Gehen aller Erfahrungen sehen, kann uns helfen, durch dieses Selbstbild, durch diese Idee von einem existenziellen, beständigen Ich hindurchzuschauen. Alle Dinge, alle Erfahrungen ohne Ausnahme sind vergänglich. Wo ist das Gefühl von heute Morgen? Oder von gestern? Das Gefühl von vor 2 Tagen? Vor 1 Jahr, vor 10 Jahren, die Trennung, von denen ihr dachte, das überlebe ich nie, diese Einsamkeit. Wo ist das Gefühl? Wo ist das Gefühl, der Gedanke, die Empfindung der Körper vor 10 Jahren? Vor 10 Jahren haben wir uns total damit identifiziert. Wo ist das hin? Wir halten immer wieder an Gefühlen, Gedanken, Erfahrungen an unserem Körper als Ich fest. Aber all diese Dinge vergehen, werden ersetzt durch etwas anderes, das wir angeblich sind. Ständig von neuem. Statt eines fixen Essenz, einem fixen Etwas, sind wir nichts als ein Prozess, der einem ständigen Wandel unterliegt. Und diesen ständigen Wandel können wir durch kontinuierliche Achtsamkeit deutlich erkennen. Alles kommt und geht von selbst. Wir können vielleicht Einfluss ausüben, aber kontrollieren können wir die Dinge nicht. Wir können versuchen, heilsam zu handeln, dadurch versuchen, in eine Richtung zu gehen, aber Kontrolle haben wir nicht, was dann entsteht als nächstes. Was vergänglich unkontrollierbar ist, kann kein festes, unabhängig existierendes Selbst in sich tragen. Und je tiefer wir diese Wahrheit erfahren, desto weniger haften wir an Dingen, Gefühlen, Erfahrungen am Körper, weil wir nicht mehr denken, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Und dann können wir diesen Moment annehmen, vielleicht genießen, loslassen und wieder offen für den Nächsten sein. Wenn wir das erkennen, dann führt das auch nicht zu Untätigkeit. Dass alles vergeht, kommt und geht, was hat das dann für einen Sinn? Ich brauche dann ja eh nichts tun. Irgendwie sowas. Buddha saß nicht einfach rum, nichts tun nach seiner Erleuchtung. Er tat sehr viel. Und Freiheit von Verlangen impliziert auch nicht Freudlosigkeit. Menschen, die auf dem Weg sind, sehr weit gegangen sind, habe ich oft als sehr freudige Menschen erfahren. Leben bedeutet Manifestation. Und nicht zu haben steht auch nicht im Widerspruch zu sein. Inneren Frieden verwirklichen bedeutet, im Einklang mit dem Leben zu stehen. Statt trist und betrübt können wir froh durchs Leben gehen. Eine mir unbekannte Autorin beschreibt den inneren Frieden folgendermaßen. Eine Tendenz, spontan zu denken und zu handeln, statt aufgrund von Ängsten, die aus vergangenen Erfahrungen stammen. Eine unfehlbare Fähigkeit, jeden Augenblick zu genießen. Kein Interesse mehr, andere Menschen zu verurteilen. Kein Interesse mehr, die Handlungen anderer zu interpretieren. Kein Interesse mehr an Konflikten.
kein Interesse mehr daran, sich Sorgen zu machen. Häufige und überwältigende Episoden der Wertschätzung. Zufriedene Gefühle der Verbundenheit mit anderen und der Natur. Häufige Lächelanfälle. Eine zunehmende Tendenz, Dinge geschehen zu lassen, statt sie zu kontrollieren. Eine zunehmende Wahrnehmung der Liebe, die von anderen ausstrahlt, als auch der unkontrollierbare Drang, sie zurückzulieben. Wenn wir die Tatsache realisieren, dass ein unabhängig in sich existierendes Ich nicht existiert, entsteht ein tiefes Gefühl von Verbundenheit. Die Grenze zwischen mir und anderen, mir und Erfahrung verschwindet. Wir kümmern uns ohne Unterschied um das Leid anderer Wesen, wie auch um unser eigenes Leid. Wie folgende Geschichte schön ausdrückt. Ein Schüler sprach zu seinem Meister: Ich bin innerlich so frei und losgelöst. Ganz stolz erzählt er das natürlich. Ich bin innerlich so frei und losgelöst, dass ich nie mehr an mich selbst denke, nur noch an andere. Der Meister sagte: Und ich bin so unvoreingenommen, dass ich mich selbst betrachten kann, als wäre ich ein anderer Mensch. Deshalb kann ich es mir leisten, auch an mich selbst zu denken. Aber nicht nur an sich selbst, das ist klar. Okay, vielleicht können wir einen Moment still sitzen.